Sie gründeten die legendäre Zeitung Der Demokratische Widerstand, Anselm Lenz und Henrik Sonnenkamp. Ja, vielen Dank. Guten Tag. Am 25. März 2020 beschloss der Bundestag das sogenannte Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Dieses trat am 27. März in Kraft. Nur einen Tag später, am 28. März, kamen auf dem Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin Demokraten zusammen und die dezentrale Demokratiebewegung in Deutschland entstand. Überall standen die Menschen auf den Straßen und Plätzen ihrer Stadt und demonstrierten mit dem Grundgesetz, für das Grundgesetz, für Versammlungsfreiheit, für die Freiheit der Meinung, für die Freiheit der Kunst, für die Freiheit der Presse, für die Freiheit der Wissenschaft, für Freizügigkeit und für die Würde des Menschen. Weil wir mit dem Grundgesetz demonstrierten, wurden wir von Beginn an von der Polizei abgeräumt. Das Grundgesetz sei eine verbotene Meinungsäußerung, sagten sie. Kurz darauf entstand in Stuttgart die Initiative Querdenken. Der Unternehmer Michael Ballweg schaffte es, vor Gericht Versammlungen anzumelden und Tausende kamen nach Stuttgart auf den Cannstatter Wasen. Für den 1. August meldete er eine Demonstration für 500.000 Menschen in Berlin an. Und die kamen und noch viel mehr. Es bildete hier ein gigantischer Augenzug durch die Stadt. Die Stimmung war euphorisch. Die Pandemie ist vorbei. Wir sind so viele. Gegen uns kann diese Regierung nicht einfach weitermachen. Der Umzug mündete auf der Straße des 17. Juni. Da vorne. Die Endkundgebung begann und wurde dann nach wenigen Sprechern von Polizeitruppen abgebrochen. Wir blieben friedlich. Wir haben das Zeichen gesetzt. Gegen so viele Menschen werden sie ihren lügnerischen Obrigkeitsstaat nicht mehr durchziehen wollen. Aber am Abend erfuhren wir dann, dass nicht 500.000, 700.000, 1,3 Millionen Menschen da waren, sondern 17.000. Sie logen die Zahl so klein. Jeder, der sagte, 17.000 viel zu klein, sollte dann auf einmal wieder Lügner und Verschwörungsideologe sein. So perfide war das. Aber wir kamen wieder. Und am 28. und 29. August 2020 waren die Tage der Freiheit in Berlin auf dem großen Stern. Und diese Demonstration konnten wir durchziehen. Ein gigantisches Zeichen des Aufbruchs für ein demokratischeres Deutschland. Und wir waren gekommen, um zu bleiben. Doch die Polizei knüppelte in der Nacht und am Morgen alles nieder, was auf dem Platz war. Schwangere und alte Frauen wurden von dieser Regierung durch den Tiergarten gejagt, zu Boden geworfen und zusammengeschlagen. Und was nicht gezeigt wurde, waren nicht die friedlichen Bilder dieser Riesendemonstration, sondern ein Fototermin auf den Reichstagtreppen und der maßgeblichen Beteiligung des Inlandsgeheimdienstes. Dieses Regime wollte nicht nachgeben. Das machten sie klar. Sie würden niemals von ihrem Kurs ablassen. Kommen für die Republik Hunderttausende, dann sollten es nur ein paar Versprengte sein. Kamen wieder Hunderttausende, sollte Kaiser Wilhelm wieder aus dem Grab aufsteigen. Lügner! Es kam der nächste Cold Winter. Wieder Lockdowns, Massentestungen, 7-Tage-Inzidenzen, Infektionsschutzgesetze, Bundesnotbremsen und dann wieder Sommer und wieder August. Sie hatten diesmal gelernt. Nomen est omen. Der Berliner Innensenator Andreas Geisel, SPD, ließ diese Demonstration verfassungswidrig verbieten. Doch der Widerstand lässt sich nicht verbieten. Wir trafen uns im Olympiastadion. Wieder Hunderttausende. Sie drängten uns auf einer Kreuzung zusammen. Und dann kam der Durchbruch für die Freiheit. Ein gigantischer Demonstrationszug bahnte sich durch den Weg durch die Stadt. Vom Olympiastadion hinab zum Zoo, zum Alexanderplatz. Gut organisiert, entschlossen, friedlich. Weiter geht's. Von unserer Seite aus war alles friedlich. Doch die Staatsmacht prügelte los.
Sie brüllte dermaßen los, dass der UN-Folterkommissar Nils Melzer sich einschaltete und Untersuchungen anstellte. Das Aufbegehren wiederholte sich am 28. und 29. August in Berlin. Dort starb ein Mensch. Und der nächste Winter kam und die Drohung der Impfpflicht. Überall im Land entstanden die Montagsspaziergänge. Dezentral, wie von Anfang an. Wir sind die rote Linie. Jeden Montag gingen Millionen Menschen in ganz Deutschland auf die Straße. Und wir schafften es, den Impfzwang abzuwenden. Doch es kam etwas Neues. Der Ukraine-Krieg begann und ein Kanzler, der vorher keine rote Linien kennen wollte, rief eine Zeitenwende aus. Ein 100 Milliarden Verarmungsprogramm für uns alle. Zeitenwende bedeutete auch, dass das Regime Corona einfach so abließ und dafür gen Osten zog. Michael Ballweg wurde für seine erfolgreichen Demonstrationen von oben erst halt mal in der Demokratiebewegung verleumdet und dann weggesperrt. 9 Monate lang steckten sie ihn in den Terrorknast Stuttgart-Stammheim, ohne überhaupt eine Anklageschrift zu haben, ohne Verhandlung, einfach so. Und wir gingen wieder auf die Straße 2022, zur Woche der Demokratie. Wieder gingen Zehntausende auf die Straße, denn es reicht nicht, einen einzelnen Kopf abzusäbeln. Wir sind viele und wir machen einfach weiter. Wir werden nicht weichen, bis dieser Terror ein Ende hat. Heute stehen wir wieder hier für Frieden, für Freiheit und für Selbstbestimmung. Was haben Sie nicht alles mit uns gemacht? Sie haben uns angelogen. Sie haben uns zu Hause eingesperrt. Sie haben unsere Geschäfte geschlossen. Sie haben uns am Arbeitsplatz drangsaliert. Sie haben Freundschaften zerstört und Familien zerrissen. Sie haben uns beschimpft und verleumdet. Sie haben unsere Konten gesperrt. Sie haben uns gejagt. Sie haben uns geschlagen. Sie haben uns getreten. Sie sind mit Schlagstöcken und Gewehren in der Hand zu uns in unser Zuhause gekommen. Sie haben uns in Psychiatrien weggesperrt. Sie haben uns ins Gefängnis gesteckt. Sie haben uns mit Spritzen gejagt. Sie haben unübersehbar viele Menschen für immer gezeichnet. Sie haben Menschen getötet. Sie haben Russland den Krieg erklärt. Ihr Krieg in der Ukraine hat Millionen Menschen fliehen lassen. Ihr Krieg hat Hunderttausende das Leben gekostet. Sie sind von Recht, Gesetz und Verfassung haben sie sich verabschiedet. Und sie wollen ewig leben. Nein, nichts lebt ewig. Wir wurden bei all dem nicht gefragt. Wir wurden nicht gefragt, ob wir unsere Alten einsam sperren lassen wollen. Wir wurden nicht gefragt, ob wir Kinder hinter Masken zwängen wollen. Wir wurden nicht gefragt, ob wir Menschen mit Spritzen töten wollen. Wir wurden nicht gefragt, ob wir unser Geld für Kampfpanzer, Marschflugkörper und Bombenhagel ausgeben wollen. Wir sind hier, weil wir das nicht wollen. Liege ich da richtig? Wir wollen nicht für Freedom and Democracy sterben lassen. Liege ich da richtig? Wir sind hier, weil wir etwas anderes wollen. Liege ich da richtig? Wir sind hier, weil wir Frieden und Demokratie hier in Deutschland haben wollen. Liege ich da richtig? Wir sind hier, weil wir über die grundlegenden Fragen selbst entscheiden wollen. Liege ich da richtig? Sehr gut. Dann sind wir einer Meinung. Jetzt noch ein Wort in eigener Sache, wenn Sie gestatten. Mein Kollege Anselm Lenz und ich sind seit dem 28. März 2020 auf der Straße. Wir sind seit dem 28. März 2020 im Widerstand. Seit dem Frühling machen wir diese Zeitung hier, die Wochenzeitung Demokratischer Widerstand. Wir drucken sie auf Papier und liefern sie ins ganze Land. Wir sind Menschen des Worts, das ist unser Beruf und das können wir beitragen für die Demokratiebewegung. Wir informieren Menschen, die sonst nur der Regierungs- und Konzernpresse ausgeliefert sind. Wir lassen die wichtigen Köpfe der Demokratiebewegung zu Wort kommen und stellen sie öffentlich dar. Das Internet wird überwacht und zensiert, diese Zeitung nicht. In dieser Zeitung drucken wir jede Woche erneut
die hunderten Demonstrationen ab, die jeden Tag in Deutschland stattfinden. Denn wir sind die Zeitung der Demokratiebewegung. In den vergangenen Jahren und Monaten muss wir zunehmend sehen, dass Leute, die sich als Anwälte der Freiheit ausspielen, leere Versprechungen geben und ihren Telegram-Kanal oder YouTube-Sender zum Medium der Zukunft ausloben. Nein, das sind sie auf diesen Konzernplattformen nicht. Erst recht nicht mit dem Zensurgesetz, das demnächst in Kraft tritt. Wir erleben auch, dass Konzernjournalisten auch aus der Demokratiebewegung hochgejubelt werden, die vorne mit dabei waren, uns zu verleumden und zu beschimpfen, die Lockdowns noch und nöcher forderten, Zwangsimpfungen wollten und den Krieg jauchzend begrüßten. Und die spielen sich jetzt als Vorkämpfer der Demokratie auf. Nein, Julian Reichelt, das bist du nicht. Und darum geht's. Wenn Sie wollen, dass es diese Staats-, Konzern- und parteiunabhängige Zeitung ohne Milliardario im Hintergrund gibt, dann müssen Sie gar nicht viel tun. Sie müssen sie nur lesen und dafür abonnieren. Denn wenn es die Demokratiebewegung nicht schafft, ihre eigenen Köpfe zu finanzieren, dann wird die Demokratiebewegung im Apparat aufgehen. So, und irgendwann macht man dann genau den gleichen Scheiß einfach so mit. Machen Sie keinen Scheiß, lesen Sie den demokratischen Widerstand. Und jetzt zum Wetter. Geht. Schöne Tage in Berlin. Lang lebe unsere freie Republik. Praise with elation.